Arminia Bielefeld, 1. FC Heidenheim 1:2. Pleite für Neuhaus in Kiel. Hatte Uwe Neuhaus noch einen perfekten Einstand für Arminia Bielefeld gefeiert. Eine Woche später setzte es auf der heimischen Alm eine schmerzhafte Niederlage. Arminia Bielefeld hat unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem 2:1-Sieg beim Einstand des neuen Coaches in Kiel unterlagen die Ostwestfalen 1:2 vor 15.874 Zuschauern gegen den 1. FC Heidenheim. Tom Schütz traf für die Bielefelder zum 1:0 auf der Alm, Robert Entritsch markierte den Ausgleich für den FCH. Dennis Tomala schoss Heidenheim zum Sieg. Wir sind jetzt natürlich sehr enttäuscht, wir haben gut angefangen, aber dann den Faden verloren. Bitter, dass wir einen positiven Abschluss verpasst haben, jetzt müssen wir in der Pause viel verbessern, resümierte Bielefelds Mittelfeldspieler Manuel Prietl. Heidenheim, das von seinen vergangenen 10 Spielen nur 1 verlor, blieb auswärts 6-mal in Folge ungeschlagen, 2 Siege und 4 Unentschieden. Service, Tabelle der 2. Bundesliga, die Zweitliga-Highlights in der Sendung Sky Sport News HD, die 2, Bundesliga sonntags ab 19.30 Uhr im TV auf Sport 1. Bielefeld erwischte den besseren Start und bereitete den Heidenheimern lange Zeit viele Probleme. Durch geschickte Positionswechsel sorgte die Arminia immer wieder für Gefahr im FCH-Strafraum. Der Ausgleichstreffer für die Gäste kam etwas überraschend zustande, nach dem 1:1 kamen die Heidenheimer aber besser zur Geltung und verdienten sich in der Folgezeit das Zwischenergebnis. Ein Konter führte dann zum Führungstor des FCH.